Thomas Silberberger, die Vorbereitung für WSG Wattens ist jetzt auch vorbei. Am Freitag beginnt der Liga-Alltag. Lassen Sie uns mal über die Vorbereitung sprechen. Wie war sie für den Coach der WSG Wattens? Ja, es war das Hauptaugenmerk, war natürlich unsere neuen Spieler zu integrieren, damit man da die Abläufe einstudiert. Und ja, wir haben bewusst ganz schwere Testspielgegner mit Olympiakos Piräus, Altach und 1. FC Köln gewählt, wo wir wirklich mal defensiv stabil sein mussten. Und ja, ich bin mit der Vorbereitung eigentlich sehr, sehr zufrieden und jetzt sind wir froh, dass es losgeht. Am Freitag geht's los, die neue zweite Liga, neues Liga-Format, neue Gegner. Was sind so die Erwartungen, mit denen Sie persönlich in die Liga gehen? Ja, absolut positiv. Wir freuen uns drauf. Es gibt 8 neue Gegner in dieser Liga. Es wird nur mehr hin und retour gespielt, also nicht 4-mal gegeneinander. Ja, man hat nur mehr 30 Spieltage. Es ist für den im Herbst ein bisschen angenehmer, weil letztes Jahr waren 20 Spieltage im Herbst. Man hat ein bisschen mehr Zeit, sich auf den Gegner vorzubereiten. Also es ist der Wochenrhythmus da und nicht mehr diese englischen Wochen, wo es dann schon für einen Zweitligisten sehr kräfteraubend waren. Die neuen Gegner, wie einfach oder wie schwierig ist da die Analyse? Weil vom aktuellen Leistungsstand der neuen Teams hat man jetzt vor dem Ligastart sehr wenig bis fast gar nichts. Genau so ist es. Und wir starten gleich gegen einen Regionalliga-Mittermeister Lafnitz. Ist ganz schwierig zu analysieren, ist ganz klar. Aber ja, jetzt die ersten 3, 4, 5 Spieltage werden wir es dann eh sehen, wo die Spielstärke der neuen Mannschaften ist. Ich bin schon gespannt drauf, wie sehr sie vor allem diese Amateurteams der Bundesliga-Mannschaften schlagen und wie sehr sie auch die Mannschaften, die im semi-professionellen Bereich tätig sind. Also ich glaube schon, dass das eine hochinteressante Konstellation wird. Trainer richten ja gerne die Taktik auch nach dem Leistungsbild des Gegners aus. In den ersten Spielen muss man da Kompromisse eingehen. Eine schwierige Aufgabe? Ja, klar ist das schwierig. Wie gesagt, wir starten gleich gegen einen Titelträger aus der Mitte, aber wir wollen natürlich in Summe dann schon unser Spiel auch durchziehen, aber die Analyse von Lafnitz ist gemacht. Natürlich ist es schwierig, weil das war noch möglich im ÖFB-Cup und dort Lafnitz gegen einen unterklassigen Gegner gespielt. Also ich glaube nicht, dass sie bei uns auch so auftreten werden, aber ja, man wird die Mannschaft so einstellen müssen, dass man auf alles gefasst ist. Ist man also eine Art Schachspieler zum Saisonstart, oder? Ja, ist ja immer, Fußball ist immer Strategie vom Trainer und Gegenstrategie vom anderen Trainer. Ja, es ist eine Art Schach, kann man sagen. Und ja, that's it. Die WSG Wattens wurden von vielen Kollegen, von vielen Trainerkollegen als Mitfavorit auf den Aufstieg gehandelt. Würden Sie diese Rolle akzeptieren oder was sind so die Ziele, die sich die WSG Wattens gesetzt hat? Ja, letztes Jahr waren wir der Geheimfavorit und sind kläglich gescheitert. Heuer sind wir der Titelfavorit, da wollen wir nicht mehr scheitern, aber nein, wir haben auch in unserer Transferaktivität, glaube ich, gezeigt, dass wir gewillt sind, ganz vorne mitspielen, aber der Druck ist jetzt nicht unbedingt in Worten, würde ich sagen, den haben wir andere Mannschaften wie Ried oder aus der Lustenau, die was seit Jahren schon rauf wollen. Und ja, wie gesagt, wir sind ein gefährlicher Außenseiter, würde ich sagen. Wann werden Sie am Ende der Saison zufrieden? Ja, mit dem ersten Platz natürlich. Nein, ich sage, wenn wir eine tolle Saison spielen und einen Top-3-Platz einnehmen, dann glaube ich, haben wir unsere Ziele erreicht.